Hallo zusammen, Gregor wieder hier von der STH Basel. Wir melden uns aus Rien von unserer universitären Einrichtung. Neben mir Ladina Schmidt bei uns. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Du bist eine ganz interessante Studentin. Wir hatten schon einen Artikel von dir gelesen, und zwar in der STH Perspektive, unserem Magazin, was viermal im Jahr rauskommt. Da hast du ein bisschen berichtet über dein Studentenleben hier, aber auch deine Arbeit außerhalb unserer Einrichtung. Und da gibt es einiges zu berichten. Das ist ganz interessant. Du bist ja auch schon recht weit. Also im achten Semester, habe ich jetzt gehört. Genau, ja. Acht Semester, aber hast du nicht jetzt am Stück studiert? Habe ich nicht, nee. Ich habe die sechs Semester zuerst gemacht für den Bachelor und dann das Zwischenjahr, worüber wir jetzt wahrscheinlich sprechen werden. Und dann habe ich letzten Sommer wieder angefangen. Genau. Okay, jetzt haben wir 2024 und du machst jetzt den Master hier. Genau, fertig. Ja. Master of Theology. Kann man hier machen. Hast du auch vor, noch vielleicht zu promovieren oder sogar habilitieren? Kann man hier alles machen? Ich bin es mir am Überlegen, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da bin ich noch am Träumen. Genau. Ja. Deine große Faszination, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, sind Sprachen. Vor allem halt eben biblische Sprachen. Und ich glaube auch bei deiner Arbeit ging es vor allem um Bibelübersetzung. Und genau, ja. Einfach das Wort Gottes in alle möglichen Sprachen zu bringen erstmal. Und da gab es eine Lücke, beziehungsweise da gab es ein Volk in Afrika, was noch keine Bibelübersetzung hatte oder auch keinen Zugang dazu hatte. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, um was es dabei ging und wie du dort hingekommen bist und wo du da warst. Ja, voll gerne. Also ich durfte 7 Monate im Tschad verbringen, bei einem Volk, die heißen Sumrai. Mhm. Ihre Sprache heißt auch Sumrai. Mhm. Sie selber nennen ihre Sprache Shibne. Mhm. Und mit dieser Sprache haben wir da gearbeitet. Ich durfte in einem Bibelübersetzungsprojekt mithelfen, das Wycliffe Schweiz da hat, schon länger. Mhm. Solche Projekte, die ziehen sich ja auch immer über eine lange Zeit eigentlich, weil wenn die Sprache noch gar nicht verschriftlicht ist, dann ist das zuerst mal ein großer Brocken Arbeit, der da geleistet werden muss. Und das Projekt, wo ich jetzt geholfen habe, war aber schon so weit, dass es die Sprache inschriftlich gab. Mhm. Und wir haben dann die Bibel übersetzt mit 4 einheimischen Sumrai-Männern. Die waren so das Übersetzungsteam. Ja. Dann war da noch meine Praktikumsleiterin, auch eine Schweizerin. Mhm. Und ich eben für diese eine Saison, diese eine Trockenzeit, 7 Monate. Mhm. Und da haben wir da zu 6 versucht, was Gutes zu machen. Mhm. Genau. Wie weit seid ihr denn gekommen in der Schrift in der Zeit? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir an verschiedenen Orten immer wieder weitergemacht haben. Also in der Zeit, wo ich dort war, haben wir zum Beispiel 10, 12 und 3 aus einem anderen Buch, also ungefähr 15 Kapitel übersetzt und dann, nee, nicht übersetzt, stimmt gar nicht, überprüft für die finale Veröffentlichung quasi, wo man wirklich nur noch das Typesetting machen musste und dann war das fertig. Mhm. Wir haben angefangen mit 2 Büchern. Als Start haben wir da so einen Bibelmarathon gemacht, weil wir das Ganze einfach am Stück gelesen haben. Oh ja. Mhm. Das war das Johannesevangelium und die Apostelgeschichte. Mhm. Und das meiste der Zeit ist aber draufgegangen für die Entwürfe, die schon erstellt waren. Die haben wir dann überprüft und verbessert und nochmal durchgelesen und nochmal verbessert. Mhm. Genau, also wir waren da an verschiedenen Büchern in unterschiedlichen Orten. Von dem Prozess, darum ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Mhm. Aber am Schluss von der Saison sind meine Praktikumsleiterin und ich gemeinsam an 1000 Versen vorbeigekommen. Also wir haben 1000 Verse so in verschiedenen Stadien quasi bearbeitet. Ja. Genau. Und das war Übersetzung vom Urtext, also im Alten, also Hebräisch. Das Altes Testament in dem Fall, aber auch Neues. Also genau, beides. Wir haben in beiden Testamenten gearbeitet. Wir haben es dann so gemacht, als ich die Sprache so ein ganz kleines bisschen konnte, um überhaupt da arbeiten zu können. Sumrai jetzt. Genau. Also kannst du jetzt auch quasi ein bisschen was sagen auf dieser Nicht Sprache? Nicht wirklich. Also ich sage immer, ich könnte jetzt keine Pizza bestellen, weil dort gibt es keine Pizza. Okay, okay. Ich glaube, sonst könnte ich das so knapp. Ja. Aber es ist halt, es ist auch eine ganz andere Welt. Man ist ganz anders.
Ich kann mich schon verständigen. Also ich könnte jetzt fragen, so, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Ja. Geht's dir gut? Geht's dir wirklich gut? Das ist so ein kulturelles Ding. Genau. Also nachdem ich die Sprache so ganz ein bisschen gelernt habe, da war ich mit den Übersetzern vor allem im ersten Buch Mose unterwegs. Mhm. Und meine Praktikumsleiterin hat gleichzeitig mit der anderen Hälfte vom Übersetzungsteam am zweiten Buch Mose gearbeitet. Das heißt, wir waren wirklich vor allem im Alten Testament unterwegs. Und wir haben dann aber mit den Einheimischen, mit den vier Männern, eigentlich aus Französisch übersetzt. Ach so, ja, ja, klar. Weil die können kein Hebräisch und die können auch kein Englisch. Das heißt, alles, was in irgendwelchen Handbüchern oder Kommentaren auch auf Englisch stand, das war eigentlich auch unsere Aufgabe, das zu übersetzen. Und da bin ich aber jetzt sehr dankbar, an der STH tatsächlich vorher schon den Bachelor gemacht zu haben, Hebräisch gelernt zu haben, auch Freude an Hebräisch bekommen zu haben. Wirklich? Tatsächlich, das tatsächlich. Das gibt's ja. Hebräisch. Ich kann mir vorstellen, es ist recht zäh am Anfang. Oder also man muss schon eine gewisse Passion entwickeln. Also ehrlich gesagt war für mich der Anfang nicht so zäh. Nee. Wir haben ja im Winter angefangen. Und ich kann mich noch an die Skiferien davor erinnern, wo mein Bruder und ich auf dem Skilift das hebräische Alphabet, es gibt so einen Song dazu, rauf und runter einfach gesungen haben. Genau, und dann die ersten paar Lektionen, das ist, war alles so faszinierend neu und keine Ahnung was. Ja. Und für mich kam dann so eine Durchbeißenphase ein bisschen später. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man das irgendwann mal einfach sich hinsetzen und büffeln muss, tatsächlich auch. Aber es macht großen Spaß. Ja, ja. Vielleicht nochmal zu den vier Männern. Was hatten die für eine Aufgabe dort? Also du kamst dahin in ein Dorf, nehme ich an, einfach dort im Tschad. Wie hieß das zum Beispiel? Dumugu. Dumugu, okay. Also die französische Aussprache ist jetzt Dumugu, aber jetzt ist es ein bisschen linguistisch. Ja. Die haben so Schwa-Laute, also selber sagen sie eigentlich eher Dumugu, etwas in die Richtung. Ja. Aber... Genau. Ja, ja, das wäre jetzt noch ein bisschen meine nächste Frage. Also haben die denn in ihrer Sprache quasi, was sagt man, abendländische Buchstaben, arabische Schrift? Oder haben die auch eigene Zeichen? Oder, das ist eine gute Frage. Also solche, man stellt sich jetzt vor, ja okay, Französisch, Italienisch, ja klar, sind ja immerhin unsere Buchstaben. Was ist jetzt in dieser Sprache der Fall? Es gibt auch lateinische Buchstaben. Ah, okay. Aber das war tatsächlich am Anfang und ist immer am Anfang, wenn man eine nur gesprochene Sprache verschriftlichen muss, ist das immer eine Frage, was nehmen wir denn jetzt für Buchstaben? Und im Tschad, das sind die beiden offiziellen Landessprachen, Französisch und Tschad-Arabisch. Das heißt, auch hier hätte man beide Alphabete, eigentlich das lateinische und das arabische Alphabet, zur Auswahl gehabt. Bei den Sumrai ist es jetzt aber so, dass die schon lesen und schreiben können, die können das auch Französisch. Und da wollte man quasi nicht jetzt noch ein anderes Schriftsystem irgendwie einführen oder sowas. Es gibt eine Primarschule, eine katholische Primarschule, die funktioniert auch auf Französisch. Und so hat man das lateinische Alphabet genommen und dann eben diese Speziallaute, die wir jetzt nicht so haben und wofür es auch kein Symbol eigentlich gibt. Da hat man dann so Zusatzbuchstaben einfach erfunden. Also es gibt irgendwie ein I mit einem so durchgestrichenes I. Es gibt so für D und B welche, die so einen Zacken nach oben haben, ein R mit einer Welle drunter oder sowas. Also da ist man auch kreativ geworden dann. Wow. Und ist das also wahrscheinlich die öffentlichen Institutionen nutzen dann Französisch einfach, ne? Oder Arabisch, genau. Arabisch, also Tschad ist dann quasi so nah am Mittleren Osten, dass da das Tschad-Arabisch, hast du gesagt? Genau, ja, das ist ein bisschen eine einfachere Form, es ist jetzt kein Hocharabisch oder so. Leute, die Arabisch können, sagen oft, es ist schlechtes Arabisch, aber ich weiß es nicht, ich kann keins. Also das kann ich nicht beurteilen tatsächlich, aber ja. Genau. Okay, spannend. Ja. Und da hattet ihr dann quasi auch ganz viel Freiheit, Buchstaben abzuändern und das quasi für euren Schriftsatz so zu etablieren quasi. Also ich muss sagen, ich war da weniger involviert. Das ist eine Sache, die machen wirklich die Linguisten. Aber es gab schon auch während dem Übersetzen immer wieder die Frage,
wie wollt ihr das schreiben? Mhm. Wenn etwas zum Beispiel getrennt oder zusammen, das war oft die Frage, so eine fixe Wortkombination. Mhm. Oder ist jetzt da so ein Schwa-Laut oder ein anderer zwischen diesen zwei Konsonanten oder sowas? Mhm. Ja, genau, solche Fragen. Da ist man auch immer wieder dann dran, die Rechtschreibung auch zu erneuern. Das machen wir ja auf Deutsch auch. Der Duden ist nicht mehr der gleiche wie vor 100 Jahren oder so. Mhm. Das fand ich auch immer ganz, ganz interessant, auch wenn ich da nicht viel mitgeredet habe, eigentlich zu merken auch, wie unsere vier Übersetzer eben das cool fanden, eine Schrift so zu machen, dass es nachher leicht ist zu lesen. Mhm. Genau, das ist ja eigentlich nicht das Ziel, dass man wie auf Französisch jetzt, man schreibt E, A, U, man sagt O, sondern dass man wirklich das sagt, was man auch sieht, dass das Lesen und das Schreiben möglichst einfach ist. Ja. Ja, und du bist ja jetzt auch Schweizerin und da ist es ja so tatsächlich, dass die Amtssprache, wenn du so willst, Hochdeutsch ist und auch im Schriftbild Hochdeutsch genutzt wird, im Öffentlichen, aber auch so, also Literatur, alles. Es gibt ja keine offizielle Schweizerdeutsch-Niederschrift. Das heißt, die wird auch so ein bisschen so on the fly gemacht, habe ich gehört. Also jetzt, dass das hier so läuft, wenn die Schweizer quasi WhatsApp schreiben hin und her, dann gibt es da ganz verschiedene Worttypen, also Schriftbilder von den Lauten einfach. Ja? Und genau, das erfindet dann jeder so selbst und vieles trifft es dann echt ganz gut. Und da gibt es aber keine offizielle, ist das dann ähnlich quasi? Kann man sich ähnlich vorstellen, in vielen, ja. Ich glaube, der große Unterschied, wo jetzt auch die Bibelübersetzung tatsächlich eine große Rolle spielt, ist, dass wir halt versuchen, auch Literatur tatsächlich zu produzieren, sodass sich das Schriftbild halt mit der Zeit fixiert. Wenn jetzt alle dieses Matthäus-Evangelium oder ganz neues Lukas jetzt erschienen, wenn jetzt die alle das lesen und das eine Wort erscheint immer gleich geschrieben, dann gewöhnt man sich ja auch dran und dann schreibt man das mit der Zeit auch so. Oh ja. Und das ist tatsächlich, so viel ich weiß, auch ein Mechanismus, der während der Reformation ganz ähnlich stattgefunden hat, weil halt, klar, da kam der Buchdruck und alles dazu, aber wenn man tatsächlich liest auf Deutsch und das immer wieder gleich liest, dann festigt es auch, das Auge gewöhnt sich dran, wie das aussieht und sowas. Mhm. Genau, also das ist schon wahrscheinlich etwas, was es jetzt in der Schweiz weniger gibt. Mhm. Ja, das ist spannend. Also da gibt es ja, wenn du jetzt in diesen linguistischen Teil total eintauchst, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, ne? wie sich der Mensch an Text gewöhnt. Es gibt ja auch so diese Experimente, wo man Vokal oder ich weiß nicht, Buchstaben rauslässt, dass die Worte so total verkürzt, verunstaltet sind und man das immer noch verstehen kann. Mhm. Also den Sinn irgendwie erfassen kann, obwohl ganz viele Buchstaben fehlen in den Wörtern und so. Man kann sehr viel auch reduzieren, ohne dass für das Kognitive irgendwie der Sinn so verloren geht. Ja, das ist echt faszinierend, so unsere Fähigkeit zu lesen. Ja. Und es ist auch total was Schönes. Also ich habe zwei, dreimal den Moment erlebt, dass ich einen Pastor oder einen Ältesten auch aus den umliegenden Dörfern, die haben wir manchmal eingeladen für irgendwelche Korrekturlesungen, Testings, Überprüfungen, dass ich da gesehen habe, wie die zum ersten Mal in ihrem Leben in ihrer Muttersprache gelesen haben. Wow. Und das war so schön, einfach das Leuchten auf den Gesichtern zu sehen. wow. Das ist auch eine Bestätigung, okay, die Schrift funktioniert, sage ich mal, wenn die schon auf Französisch lesen können, dann muss man denen nur einen Text geben auf Schiebne und die checken das funktioniert. Wow. Und gleichzeitig kommt diese unglaubliche Schönheit dazu, wenn Leute zum ersten Mal in ihrem Leben das Wort Gottes, ich kann mich erinnern, das war ein Text aus Exodus, das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache hören. Mhm. Das ist, das muss man erlebt haben. Ja, wow, das sind ganz besondere Momente, weil das ist ja auch nur noch an wenigen Orten der Erde so, dass das wirklich gar nicht dann vorhanden ist vorher und man dann das ausarbeitet und dann kann man die damit konfrontieren und dann,
Es gibt ja diese Videos oder so von Leuten, die durch dann technische Hilfsmittel das erste Mal hören können, zum Beispiel in ihrem Leben oder so, haben dann so eine Sonde hier und dann schaltet man das an, dann können das erste Mal irgendwie über das Hirn geht das dann hier und dann hören die dann das erste Mal in ihrem Leben und dann brechen meistens dann so in Tränen aus oder irgendwas, ganz spezielle Momente. Ja, so stelle ich mir das vor. Aber schön, dass man auch dann die lokalen Pastoren da hinzugezogen hat. Wie lief das denn bis dato mit denen? Also wie haben die gepredigt oder was hatten die als Schrift, als französische Bibeln dann? Mhm. Oft werden französische Bibeln im Gottesdienst verwendet. In meinem allerersten Gottesdienst, wo ich noch gar nichts verstanden habe, wo ich dabei war, da habe ich trotzdem die Lesung verstanden. Mhm. Und dann, das habe ich halt zuerst cool gefunden, weil, oder? Was man versteht, ist gut. Und dann habe ich aber überlegt, die anderen, die haben jetzt genau das, was ich verstanden habe, nicht verstanden. Ah, dafür den ganzen Rest. Und mit der Zeit später habe ich dann auch gemerkt, die Prediger, die Pastoren, die predigen irgendwie oft so, als hätten die Leute die Lesung jetzt verstanden. Und zumindest die Frauen und die Kinder, viele, das weiß ich, dass sie es nicht verstehen. Mhm. Und dann, wenn sie auf Sumrei wirklich predigen, dann ist es gut. Aber oft ist es auch so, dass der Pastor halt von woanders herkommt und selbst auch kein Sumrei ist. Da gibt es andere Minderheitssprachen im Tschad, auch die ein bisschen größer sind. Nandere, Ngambai, solche Sachen, die dann meistens jemand versteht, dann kann der, vielleicht ist es seine Muttersprache, vielleicht ist es auch einfach eine andere Sprache halt aus der Umgebung, dann predigt der Pastor in der Sprache und jemand anderes, der die auch kann, übersetzt dann nochmal das, was der schon so predigt, als hätte man die Lesung verstanden, die man vielleicht gar nicht verstanden hat. Oh, ja. Der übersetzt es dann nochmal, aber später habe ich dann gemerkt, nach 5 Minuten bekommt der 2 Sekunden, um das zu übersetzen. Also das hast du alles vergessen, was der gesagt hat. Geht viel verloren dann, ne? Da geht sehr viel verloren. Und ich glaube, wo ich am meisten wirklich geschockt war auch und traurig geworden bin, war zu sehen, wie die Selbstständigkeit verloren geht. Natürlich, du hörst da was und dann sagt einer was, es vielleicht noch übersetzt wird. Und es steht ja schon da und die machen das auch gut, die Pastoren und die Prediger, die geben sich Mühe. Aber du kannst halt nicht einfach nach Hause gehen und sagen, oh, ich will jetzt die Geschichte nochmal lesen. Ja. Oder was auch immer. Oder da war doch diese eine Stelle von so und so. Für mich ist zum Beispiel Psalm 51 so ein ganz wichtiger Text, wo ich immer wieder hingehe und den lese. Und das geht einfach nicht, weil du musst halt warten, bis der wieder drankommt und bis da wieder jemand drüber predigt. Das kann lang gehen. Als gäbe es nur das Radio und keinen anderen Zugang zur Musik oder so. Ganz man genau, muss dann ja immer warten, kommt der Song nochmal oder so. Ja, also das ist schon, es fehlt wirklich. Ja, das erinnert natürlich, und da können wir vielleicht mal den Bogen schlagen, einerseits zur Organisation Wycliffe, aber auch zu John Wycliffe, der ja derjenige war, der das Problem damals behoben hat, letztendlich für den englischsprachigen Raum. Ich glaube, er war derjenige, nämlich, und das ging den Anglo-Völkern dann eben auch so, da wurde dann Lateinisch gepredigt vorher wahrscheinlich einfach und es gab nicht die Bibelübersetzung allgemein zugänglich in Englisch. Und dann bist du ja in derselben Situation. Das heißt, eigentlich die Organisation, mit der du da warst, hat genau diese Tradition und führt das bis heute fort, was ja total spannend ist, weil das ja jetzt hunderte von Jahren sind, die da dazwischen liegen. Und immer noch ist es nicht abgeschlossen. Aber ja, die Bibel gab es eben auch auf Englisch nicht. Was weißt denn du zu dieser Hintergrundgeschichte? Vielleicht können wir das ein bisschen nochmal aufrollen. Einerseits Wycliffe-Organisation, John Wycliffe, wie das damals ablief. Also das Wesentliche hast du wahrscheinlich schon gesagt. Ja. Ich glaube wirklich, der Name passt total. Das ist unser Anliegen als Organisation Wycliffe Bibelübersetzer. Und ich glaube, der John Wycliffe wurde darum ausgewählt. Es gibt ja auch andere, Luther, keine Ahnung,
die da auch viel gemacht haben in Übersetzung, ja. Weil er eben der Erste war, also ja. noch früher als Luther und alle anderen seine Freunde da. Mhm. Und ich glaube, so dieser Pioniergeist, so dieser Wunsch, dahin zu gehen, wo es eben noch nicht 20 verschiedene von Elberfelder bis Hoffnung für alle, such dir was aus, ja. Gibt, sondern ja. wo die Not wirklich am größten ist. Ja. Und das finde ich auch total schön, zu sagen, da wo es braucht, da wollen wir wirklich investieren und auch diese harte, aber schöne Arbeit machen. Mhm. Ja, kaum ja. zu glauben, dass es da noch Orte gibt, wo das wirklich noch nicht stattgefunden hat. Und glaube ich, die Vielfältigkeit der Sprachen in Afrika lässt dann noch viel Raum. Ich weiß auch nicht, wie viel jetzt man das gesamt sagen kann, wie viel Prozent da schon erfasst wurde an jetzt. Es gibt ja ganz, ganz viele, auch kleine Völker haben ihre eigenen Sprachen. Und aber ja, John Wycliffe war wahrscheinlich eben noch eine ganze Ecke auch vor Luther halt eben an diesen Themen dran. Und er hat ja auch seinem Leben bezahlt, Märtyrertod ist er gestorben. Er hat es aber geschafft. Also er hat die englische Übersetzung fertiggestellt und man nennt ihn ja den Morgenstern der Reformation auch, glaube ich. Das ist ja, ja, und dann eben zum Motto dieser Organisation geworden. Ich habe jetzt rausgehört, du bist auch immer noch mit denen. Also du arbeitest immer noch dort. Genau, ja. Ja. Und steht da jetzt nochmal was an? Also das war jetzt, glaube ich, ist schon eine Weile her wieder, dass du jetzt in Afrika warst, aber was ist denn jetzt noch aktuell am Laufen? Also Auslandeinsatz ist keiner geplant jetzt, auch weil ich jetzt studiere und erstmal meinen Master fertig mache. Mm. Ich arbeite aber noch zu einem kleinen Prozentsatz als Community-Kontaktperson für die SUMRA. Das heißt, ich darf Leute in der Schweiz und in Deutschland informieren, ermutigen und connecten, die gerne für die SUMRA beten möchten. Mhm. Und das ist auch eine sehr schöne Aufgabe, mhm. Weil ich höre immer wieder, dass sie das einfach total brauchen. Mhm. Und das hilft mir selber, meine Arbeit hilft mir selber, da dran zu bleiben auch, dankbar zu sein für das, was wir hier haben und den Blick zu gewinnen für unsere Brüder und Schwestern, die halt nicht hier sind, aber wir sind trotzdem eine große Familie. Ja. Ja, das haben sie, die SUMRA selber, unsere Übersetzer, immer so schön gesagt. Nos frères et sœurs en Suisse. Mhm. Und das war dann so, da ist richtig rausgekommen, wir gehören zusammen, auch wenn wir uns nicht kennen. Genau. Ja, der Leib ist ja weltweit und auf dem ganzen Erdkreis verteilt sozusagen. Ja, da hat man oft halt auch hier in Mitteleuropa, wo wir doch so ein langes christliches Erbe jetzt haben, irgendwie nicht so den Bezug, es sei denn, man arbeitet eben bei sowas oder mit Open Doors oder dann hat man wirklich diesen ganz internationalen Blick auch, wie geht's der christlichen Gemeinde überhaupt international? Das bekommt man ja oft, vielleicht einfach nur am Rande mit, aber es ist ja schon ganz zentral, weil wir ja gleich die gleiche Sohnschaft haben, Kinder Christi sind und deswegen, das ist toll, dass man da wirklich seinen Horizont massiv erweitert und du so eine schöne Aufgabe da haben kannst. Und du betreust das jetzt quasi noch so ein bisschen im Nachgang, also das ist eigentlich immer noch das Projekt. Das ist das gleiche Projekt, das ist das gleiche Volk. Mhm. Und es ist total schön, halt die Leute zu kennen, für die wir da beten. Ja, genau. Ja. Wie viele Leute sind das denn? Also wo war es? Ist es jetzt ein Dorf oder wie groß ist das jetzt verstreut, diese Sprache, dieses Volk? Man sagt, es sind etwa 50 Dörfer. Mhm. Aber was ein Dorf ist und was nicht, ist auch schwierig zu definieren. Es gibt keine offizielle Zählung oder sowas. Mhm. Aber die SUMRA sind ungefähr 15.000. Ah ja. Das ist gar nicht so viel, aber die Bibel zu übersetzen lohnt sich für einen. Ja, ja. Ja, schön. Genau. Ja, du hast erwähnt, dass du insgesamt 7 Monate da warst, aber in kürzester Zeit die Sprache gelernt hast. Hast du gelernt. Ja, gelernt. Aber hast dich da richtig dann in kurzer Zeit tief reingearbeitet und das ist uns ja total fremd. Ja? Fällt dir das leicht? Wie lief das? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es mir leicht gefallen ist. Also ich habe es gern gemacht, das ja.
Aber weil du halt ganz alleine lernst, also ich war jetzt die Einzige, die zu dieser Zeit eben Sumrai gelernt hat, und hat auch gar keinen Vergleich, wie schnell komme ich jetzt vorwärts, ist es jetzt normal und ist es alles auch überhaupt richtig? Kann ich mir schon eine Pizza bestellen jetzt? Genau. Hast du mal versucht? Ist es jetzt überhaupt richtig, was ich da lerne? Ja, klar. Es bleibt auch immer so eine Restunsicherheit. Ja. Das heißt, ja, schlussendlich weiß ich nicht, ob es mir leicht gefallen ist oder nicht. Kein Vergleich, aber es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ja, ja. Genau. Und du konntest dich mit den Leuten dann so ein bisschen, Smalltalk lernt man ja eigentlich so als erstes, aber hast du dann da wirkliche Lernbücher? Gibt es das überhaupt so viel Literatur auf so einer, sag ich mal, Nischensprache? Ist also 15.000 Menschen, ja, das ist ja wirklich nur ein kleines Volk dann, ja. Genau, ja. Also es gibt nicht viel Literatur tatsächlich. Mhm. Was es gibt, und das hat mir ja viel geholfen, sind Leselernbücher oder einfache Literatur für Sumrai-Kinder, wo man so, oder auch Erwachsene, wo man so probiert halt viel mit Bildern zu arbeiten. Mhm. Und dann, es gibt diese eine Geschichte von so einem Küken, das weint. Und dann fragt man, warum weint denn das Küken? Ja, das Küken weint, weil es seine Mama verloren hat. Mhm. Und dann geht das Küken, oft kommen Tiere vor, dann geht es zu jedem Tier und fragt, hast du meine Mama gesehen? Und das sagt, nein, nein, nein. Und am Schluss findet seine Mama wieder. Mhm. Oder so. So ganz kleine Geschichten. Ja. Und das war total gut, weil solche Erstlesebücher, sage ich mal, zum Projekt schon dazugehört haben und ich konnte mir dann eins von denen halt schnappen und zu meiner Sprachhelferin gehen damit. Mhm. Die konnte nicht wirklich lesen, aber sie hat halt die Bilder verstanden und dann konnten wir so uns doch unterhalten. Das war ganz cool. Das war eine Sumrai-Frau, Gabi heißt sie. Sie kann kein Französisch und das heißt, in der ersten Stunde, da war meine Praktikumsleiterin noch dabei und danach mussten wir uns eigentlich irgendwie einfach auf Sumrai verständigen. Zwangsläufig. Genau, ja. Auch du. Wow. Okay. Und es war wirklich schön, sie ist auch echt eine gute Freundin von mir geworden in dieser Zeit. Oft sind wir auch nach draußen gegangen ins Dorf und ich habe dann irgendwie wie ein kleines Kind einfach überall drauf gezeigt, gefragt, was ist das, genau. Wie heißt das, ja, so, ja. Was macht der Mann, genau. Warum bückt sich die Frau, ja. So halt. Kein Vokabelbuch. Gibt's nicht. Muss man ein bisschen an den lebenden Beispielen, genau, zeigen. Ja. Ja. Irgendwann waren wir auch auf dem Markt und das war richtig schwierig, weil es hat halt alles irgendwie gleich ausgesehen für mich, da das grünes Gemüse, rotes Gemüse. Ach so. Keine Ahnung, was es jetzt genau ist. Ach so, wusste man jetzt nicht Kartoffel oder so? Oder so? Doch, also Kartoffel. Nicht alles war jetzt unbekannt, aber also doch ein paar Sachen so. Ja. Ah, okay, das ist Hibiskus. Ach, das ist auch Hibiskus. Ah, okay. Ja. Knolle, andere Knolle. Kartoffeln. Ja. Und dann war ich auch einfach total fertig danach, weil ich so klar. viele Eindrücke hatte und ja, bei jedem Ding für sie war das ganz klar etwas anderes, was für mich dasselbe war. Bei jedem Ding wieder ein neues Wort gelernt. Ja. Das ist wie in, weiß ich nicht, Grönland haben die, glaube ich, für Schnee irgendwie 7 verschiedene Wörter, weil für die ist Schnee so ein zentraler Lebensinhalt und da gibt es einfach verschiedene Sorten. Das ist total interessant, ist nicht ja. wie für uns, sondern für die ist ein ganz anderes Konzept von Schnee. Ja, so die Segmentierung der Wirklichkeit, wie klein du quasi deine, ja. Deine Welt einteilst, ja. Das ist wirklich spannend. Ja, und damit arbeiten die halt jeden Tag. Dafür haben die ganz viele Wörter nicht, wie irgendwie technologisch sind, die wir halt die ganze Zeit irgendwie verwenden und so weiter, was für die gar keine Rolle spielt. Ja, genau. Deswegen gibt es wahrscheinlich oft auch in dem Wortschatz von so Nischensprachen, kleinen Sprachen, vieles dann auch gar nicht, was für die vor Ort keine Rolle spielt irgendwie, ne? Genau, Schnee ja. zum Beispiel, wahrscheinlich. Und auch viele französische so Lehnwörter, ja. was Sachen, die halt die Europäer, die Franzosen quasi ja, gebracht haben. Klar. Mhm. Die Kirche zum Beispiel, La Mission, auf Französisch wird dann zu Lamcho. Mhm. Also die passen schon so die Phonetik ein bisschen an. Mhm. Das Spital, was gibt's noch? Die Schule ist auch L'école. Mhm.
Genau, also das merkt man schon auch, so ein bisschen sprachhistorisch, woher die Sachen kommen. Das ist total interessant. Und dann haben wir auch, oft war ich einfach da und hatte eigentlich so meine Lektion irgendwie geplant. Es war auch echt cool, dass ich so mein eigenes Lernen selbst koordinieren durfte. Hatte ich eigentlich meine Lektion geplant und dann war da aber die Enkelin von der Gabi. Und die hat irgendwie geweint oder keine Ahnung was. Ja, dann lerne ich halt das Wort für weinen. Und dann hatten wir einen Riesenspaß daran zu sagen, die heißt Kubra, die Enkelin, zu sagen, heute weint Kubra, Ladina weint heute nicht. Ja, ja. Hat Kubra gestern geweint und so halt. Genau. Cool. Das, sehr lebensnah halt. Ne? Ja, total. Ja. Das ist aber auch einfach, wenn man die Zivilisation wechselt, dann bekommt man auch ganz schnell wieder ein ganz anderes Verhältnis zum Leben selbst oder zu, ja, eben lebensnahen Dingen. Was vielleicht auch ein bisschen zu dem Thema führt, wie sie die Bibel dort implementieren. Also was gerade Altes Testament ist ja auch sehr, sehr handfest, sage ich mal, sehr lebensnah, auch die Geschichten. Wie sie damit umgehen? Wie passt es zu ihrem Alltag dort? Also ich glaube, es gibt so zwei Seiten von der Frage. Die eine Frage ist so das Verständnis, gerade für das, was man auch in den Altes und Neues Testament hier, das, was wir Realien nennen, also keine Ahnung, wie hoch wird Aesop oder wie sah das Dach aus, das da die Freunde von dem Gelähmten aufgedeckt haben oder keine Ahnung, in was für Häusern haben die gewohnt oder so. Ja. Und ich glaube, das fällt jetzt in dem, was die Genesis betrifft, den Sumrai schon einiges leichter, tatsächlich diese Welt nachzuvollziehen, wenn da die Herde zu groß wird und man muss sich aufteilen oder so, dieser ganze nomadische Lebensstil. Die Sumrai selber sind jetzt keine Nomaden, aber es gibt auch Nomaden in der Gegend, die da immer wieder halt vorbeiziehen und so, und die reden auch mit denen. Das sind auch eine Freundin von der Gabi, war auch früher Nomadin und so. Also das ist ganz, ganz lebensnah. Auch mit Josef, seinen Träumen da, wenn da irgendwelche Garben sind, das muss ich in der Sonntagsschule immer erklären, was ist eine Garbe, und die wissen das alle. Oder wenn wir uns hier in Europa immer entschuldigen müssen, ja, da hatte man halt damals mehrere Frauen und so, die kennen das. Ja. Unter Christen ist es nicht mehr wirklich normal, aber jeder Sumrai kennt ganz viele Männer, die da mehrere Frauen haben. Ganz andere Ausgangslage, ne? Wenn man, total anders. Da muss man sich auch gar nicht dafür entschuldigen, dass es jetzt im Alten Testament irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie wir das heute manchmal machen. König so. David, Salomo. Genau so. Ja. War der trotzdem okay und hat trotzdem was hervorgebracht, ne? Aber halt genau, hat auf der anderen Seite eben diese Vielweiberei betrieben und andere auch und. Ja, immer wieder. Ja, genau. Also nur schon irgendwie die Erzväter. Es müssen ja nicht gleich 1000 sein. Ja, aber halt, ja, mehr als eine, das gibt es schon. Ja, ja. Und dann können die das dann annehmen? Also wenn die dann davon hören, dass Gott das nicht möchte, ist das für die dann ein Thema? Beziehungsweise können die das annehmen? Implementieren die biblische Prinzipien jetzt? Kann man da das beobachten, dass sich da dann dadurch was ändert in der Urkultur sozusagen? Oder? Ja, also gerade das mit den mit der Polygamie, das ist bei den Christen schon wirklich anders. Nicht bei allen, aber das ist ganz interessant. Es gibt so ein Übersetzungskomitee, das so ein bisschen die Hintergrundaufgaben wahrnimmt, dass halt den Lohn der Übersetzer zahlt, dass irgendwie die Veröffentlichungsfeste plant und sich um die Werbung kümmert und so. Also Werbung. Ja, die halt in die Dörfer gehen und das sagen. Klar. Ja, das ist die essentielle Werbung. Und klar. Die entscheiden dann auch quasi, wer, also nicht nur die allein, aber die haben viel zu sagen darin, wer im Übersetzungsteam sein darf.
Und da gab es mal einen Punkt, wo sie gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Kriterium, wer da dabei sein will, der hat nur eine Frau. So. Ah ja. Also das ist schon etwas, wo die Christen wirklich langsam das Gefühl so haben, okay, das ist jetzt Gott nicht so, das hat Gott nicht so gedacht, dass wir da in Polygamie einfach leben. Ja. Es gibt auch andere Sachen, wo man das merkt. Zum Beispiel hat man mir erzählt, dass von dem Huhn, dass von dem Huhn die Frauen nicht essen durften. Von anderen Fleischsachen ja, okay, aber irgendwie gibt es da eine Erklärung mit, ja, das Huhn hat 7 Teile und keine Ahnung, auf irgendeinem Dreh kommt man dann drauf, dass das nur für Männer ist. Ein bisschen ein Aberglaube letztendlich, der sich da etabliert hat. Über was oder einfach Unterdrückung. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie dann wirklich jetzt mit der Zeit auch verstanden, doch, die Frauen, die dürfen auch Hähnchen essen. Solche Dinge. Ja. Das sind jetzt 2 Beispiele, wo ich so sagen kann, ja, das sieht man wirklich in der ganzen Kultur so. Und ein Zeugnis habe ich aber auch noch nicht so lange her gehört von einem der Übersetzer. Als ich ihn mal gefragt habe, so ja, was würdest du denn sagen, hat das in deinem Leben was verändert, dass du jetzt Christ geworden bist, ja? Und da hat er gesagt, ja doch, total. Also früher hätte er seine Frau ganz oft geschlagen und wäre wirklich oft halt violent gewalttätig gewesen. Und das sei jetzt anders und Jesus habe ihn da verändert und sowas. Und das ist total schön auch im Kollektiv, aber auch im Einzelnen zu sehen, das Wort Gottes hat tatsächlich Kraft. Ja. Ja, und der Geist ist ja überall der gleiche. Also er führt uns in alle Wahrheit. Die Früchte des Geistes, Galater. Das ist wirklich spannend, das dann zu sehen bei so ursprünglichen, also wenn das wirklich auch auf so einen ganz großen Nährboden da trifft, wo das vorher nicht war so wirklich. Ja? Wie viele Christen, also auf die 15.000, jetzt sage ich mal, hast du jetzt wahrgenommen insgesamt? Also grundsätzlich sind ungefähr die Hälfte Christen und die Hälfte Moslems. Ach so, ja, wirklich die Hälfte schon, ja. Krass. Wobei man sagen muss, die Christen waren zuerst da. Also es sind nicht jetzt Missionare von außen, aber es ist mal der erste Missionar quasi bei den Sumrei. Das war auch ein Chada aus einem Nachbardorf, Nachbarvolk, der da gekommen ist und den Leuten halt von Jesus erzählt hat. Und dann später, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre später, da sind die Moslems gekommen und haben auch den Leuten von Allah und Mohammed und sowas erzählt. Ja. Yeah. Und da gibt es eine traurige Geschichte. Es gibt einen, man könnte vielleicht sagen, Sumrei-König, aber es ist irgendwie falsch, so ein Chef halt. Der war auch Christ. Damals und dann haben die ihm irgendwie ganz viel Geld und ich weiß nicht, noch ein Haus oder irgendwas halt Materielles versprochen, wenn er jetzt zum Islam konvertiert quasi und der hat es dann gemacht. Und jetzt ist sein Sohn quasi an der Macht, weil er gestorben ist. Und der ist jetzt immer noch Moslem. Das heißt, es ist politisch eigentlich günstiger, Moslem zu sein. Und ich kann nicht sagen, wie es jetzt ist, aber ich denke schon, letzte Saison war es zumindest so, dass der Trend eher in die Richtung geht, dass die Christen denken, ah ja, nee, Moslem zu sein ist doch cooler irgendwie oder besser, irgendwie günstiger. Ja. Und das ist total schade, weil das passiert genau dann, wenn der Glaube eben nur etwas ist, was man nicht wirklich versteht, was man nicht selber auch leben, lesen, hören kann, was nur äußere Form ist eigentlich. Ja. Und ich glaube schon, dass da auch die Bibel in der eigenen Sprache ganz entscheidend ist, ganz entscheidend viel dazu beiträgt. Auf jeden Fall. Dass die Leute merken, doch, das ist wirklich
mein Glaube, es geht um mich. Es ist nicht einfach, ich bin jetzt als Christ geboren und gehe halt in die Kirche, sondern es geht mich was an. Mhm. Ja. Umso entscheidender die Arbeit, die ihr macht mit Wycliffe. Wenn man dafür beten möchte, vielleicht kannst du noch sagen, wo man dich da findet als Kontakt oder als Ansprechpartner oder einfach eben, was ihr jetzt gehört habt für die Sumrai, könnt ihr gerne beten, dass sich das eben verschiebt wieder Richtung Christus und dass er auch wirklich die Herzen erreicht und dass die Leute eben nicht zum Islam überlaufen, wenn sie denn je Christen waren, aber genau. Am besten eigentlich übers Internet. de.wycliffe.ch und da kommt man ganz schnell groß auf Beten für bibellose Völker. Ja. Und dann, es gibt auch eine Karte, wo man auf den Chart klicken kann. Mhm. So. Ja. Ich sage immer, es ist in der Mitte von Nordafrika. ja, ist ja groß auch. Ne? Ja, Chart, genau, es ist ein großes Land. Riesig, ja. Ja. Da findet man das ganz schnell. Ja, schön. Genau. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Vielen Dank für deine Berichte. Danke für die Einladung. Ja, danke, Ladina Schmidt. Wir melden uns hier von der STH aus der Schweiz, aus Rien und sagen erstmal bis bald. Ciao.